Kam hier durch. Da ist er. Wie in Lawrence Notizen. Vertrau mir doch einfach, Sully. Diese Schlucht war vorhin aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. Hey, ist das eine Panflöte? Hier lang. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Das war gut, Gate. Komm, worauf wartest du? Ich habe ihn für dich gelockert. Ja, das ist das Problem. Hey, Sully, dein nächstes Auto. Oh, Mann. Ein 1927er Urban. Ja, und das, Herr Zauberer? Na, Kunst. Ziemlich kitschig. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden. Ja, versuch die Tür. Geht nicht auf. So kommen wir da nicht rein. Ich kann bestimmt durch das Loch klettern. Da wette ich drauf. Lass mich raten, du bleibst hier und rauchst noch eine. Ja. Okay, fackel das Schloss nicht ab. Was ist mit dem Fenster über dir? Ich will mich nicht verletzen. Okay, gut gemacht, Junge. Bin gleich zurück. Ich warte hier. Das tut weh. Hey, Junge, hier oben. Hier ist eine Kette. Okay, zurück. Ich schieß das Schloss auf. Pass auf, dass du nichts anderes kaputt schießt. Ich sagte Schloss. Alles klar? Okay. Wir müssen durch das Chateau zu den Gärten kommen. Dort finden wir den Burgfried. Oh Mann, schau dir das an. Nein, krieg ich nicht auf. Dieser Balken ist im Weg. Ja, wir brauchen was zum Hebeln. Schaffst du es bis oben? Ich versuch's. Warte, so klappt es. Hm.
sollte reichen. Pass auf da oben. Hier ist alles morsch. Sieht aus, als hing die Kronleuchter an einem Flaschenzug. Ja, so holt man sie runter zum Saubermachen. Hey, da ist so eine Art Mechanismus. Jetzt muss irgendwie darüber. Ich habe eine Idee. Oh, das ist gut. Ja. Oh, du bist irre. Pass auf, das Ding fällt gleich von der Decke. Gut, los geht's. Oh, stimmt. Hab's. Na, bin drin. Die Frage ist, wo? Bin gleich unten. Ist das eine Popcornmaschine? Okay, suchen wir einen Weg zu dem Turm. Hey, Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Laurens Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja? Ja. Danke. Hey, Nate. Ist das nicht dasselbe Symbol wie auf dem Turm? Ja. Das bedeutet was, oder? Vielleicht ein Geheimweg. In einem Kamin? Etwas zu einfach, meinst du nicht? Ja, zu einfach. Hey, sieh mal, Ritterrüstung. Lawrence hat von so etwas geschrieben. Ja, hier, schau. Vier Ritter. Mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Wie die hier in dem Raum. Vielleicht müssen wir die Ritter in die richtige Richtung drehen. Ja, aber wie rum ist richtig?
geheimer Weg. Okay, du lagst richtig, Sully. Okay, ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Nate! Hey, bist du okay? Ja, ich überlebt. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere Seite. Was ist das für ein Geräusch? Hier sollte ich durchkommen. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie! Ich muss Sully warnen. Wer ist da? Oh!
für das Geschenk, Jungs. Damit habe ich nicht gerechnet. Hey, hier durch. Eine verdammte Armee mitgebracht. Sehr gut. Hier geht's hoch. Na los, Sully, hilf mir mit dieser Tür. Okay. Und wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Versuch's doch mal unten. Hey, sieh dir das an. Was zum Teufel? Der gehört zu Talbot. Gehört er? Das ist unmöglich, die kam gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Die Platten. Ist er beige? Ja, das bedeutet aber nichts. Das ist nur Blödsinn. Geht dazu was in die Notizen? Ja, glaub schon. Die Symbole haben eine Reihenfolge. Ein Muster, dem man folgen muss. Thank you.
Es gibt eine Reihenfolge. Wenn du nämlich auf die richtigen Platten trittst, passiert etwas. Dauert das noch lang? Wenn ja, rauche ich eine Zigarre. Ich gebe mein Bestes, Sully. Finster. Machst du mal Licht? Klar. Oh. Das sieht nach einem Labor aus, oder? Ja, das Zeug ist mindestens 400 Jahre alt. Hey, etwas mehr Licht, Sully. Okay. Chemistenlabor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja, und zwar an Marlows gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Schon wieder Sabäisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Huh. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Sieh mal einer an. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Nicht du, John Dee. Oh. Ach, du bist auch schlau. Und alt. Haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Wow. Sieht aus, als wollten sie etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Scheint die Familienkauf zu sein. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Mal sehen. Er wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Was ist das? Eine Mittelalter-Spielshow? Nee,
Ziemlich raffiniert. Was gefunden? Diesen Kräften scheint er nicht zu liegen. Nein, nein. Sie haben sein Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Persönlich. Das ist es. Hier, halt mal her. Klar. Sieh mal, eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Lancelot, was? Das ist Sabäisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja, genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja, vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Inschrift suchen? Ach, hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja, und dass Carter und Chloe sie finden. Das würde ich lieber nicht tun. Ah, shit. Hervorragende Arbeit, Gentlemen. Harris, nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Oh mein Gott, was zum Teufel? Bleib im Licht! Nehmen Sie es! Schnell!
Weg von mir! Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Verdammt, diese Fackel geht aus! Wir müssen den Weg ausfinden.